verlierst ja aktuell dein duales Studium. Warum hast du dich genau für diesen Beruf entschieden? Ich mache die Kombination aus Praxis und dualem Studium. Man geht in die Uni, lernt das ganze Basiswissen und kann es hier direkt anwenden. Das ist die perfekte Kombination. Und warum hast du dich gerade für Aptiv entschieden? In dem internationalen Umfeld hat man die Möglichkeiten, Englisch zu sprechen. Und man lernt so viele unterschiedliche Menschen in den unterschiedlichen Abteilungen kennen und hat dann am Ende einen viel besseren Überblick darüber, was einem eigentlich liegt. Und wie war der erste Kontakt mit dem Unternehmen? Wie hast du die Bewerbungsphase erlebt? Das war wirklich angenehm. Ich kann mich erinnern, ich hatte meinen Einstellungstest und hatte so ein bisschen Bammel davor. Mir wurde aber direkt sozusagen diese Aufregung genommen. Und nach einer Woche hatte ich mein Vorstellungsgespräch und die Woche danach habe ich schon meinen Vertrag unterschrieben. Es war wirklich klasse. Und wie waren dann die ersten Tage im Unternehmen? Hat man dich hier gut aufgenommen? Ja, mega. Es gab eine Azubi-Einführungswoche. Ich habe alle Auszubildenden aus allen Abteilungen kennengelernt. Das war mega cool. Und auch die Abteilungsleiter, bei denen wir dann die Ausbildung am Ende in den Abteilungen absolvieren. Unsere Ausbildungsleitung hat uns den ganzen Standort gezeigt. Soll ich dir den auch mal zeigen? Gerne noch. Hast du dich dann auch hier im Unternehmen direkt zurechtgefunden? Ja, aufgrund der Azubi-Einführungswoche wurde mir alles gezeigt. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt und jeder ist hilfsbereit. Das war wirklich hilfreich. Wir haben bis jetzt viel über den Start der Ausbildung gesprochen. Wie läuft die bisher für dich? Ich bin gerade in der Personalabteilung und im letzten Semester meines Studiums. Es ist wirklich klasse. Ich weiß schon, dass ich übernommen werde. Ich habe so viel gelernt und das ist die Abteilung, die mir am meisten gefällt und worin ich meine Stärken gefunden habe. Du sagtest gerade, dass du übernommen wirst. Wie stehen denn generell so die Chancen, hier bei Aptiv übernommen zu werden, nachdem man die Ausbildung abgeschlossen hat? Sehr gut. Sogar in dem Bereich, in dem die eigenen Stärken liegen. Wie bei mir im Personal. Okay, du bist also im Personal untergekommen. Was stellst du dir da für deine berufliche Zukunft vor? Das ist sehr spannend, denn ich habe gerade auch noch meinen Master angemeldet, nachdem ich meinen Bachelor jetzt abschließe. Das heißt, auch das wird bei Aptiv sehr unterstützt. Und ich schaue natürlich jetzt erstmal in die Welt des Personalers rein, habe so ein bisschen Zeit, mich einzuarbeiten und habe tolle Kollegen, die mir das auch ermöglichen. Wir sind ja in der Automobilbranche tendenziell eher unterrepräsentiert. Wie sieht das Ganze bei Aptiv aus? Das ist gar kein Problem. Bei Aptiv gibt es sogar ein Women's Network, bei dem man sich gegenseitig unterstützt. Du sprachst von großer gegenseitiger Unterstützung. Wie sieht das mit der Unterstützung von Arbeitgeberseite aus? Das ist wirklich klasse. Etwas, was ich an Aptiv wirklich liebe. Jeder wird individuell unterstützt. Man kann sich super entwickeln, aber in dem Grad, wie man es gerade selber braucht. Manche schneller, manche weniger schnell, aber man kriegt die notwendige Unterstützung bei Aptiv. Siehst du an, als würdest du Aptiv gerne weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Wenn ich zurückdenke, würde ich nach meinem Abitur wieder exakt dasselbe machen. Das duale Studium hat mich absolut erfüllt und ich würde es jedem weiterempfehlen.